Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch bei Counter-Strike Source, wie man seine FPS hochschraubt. Beim letzten Video habe ich euch ja, oder bei meinem ersten Counter-Strike Source-Video, habe ich euch ja allgemein einfach mal alles vorgestellt, was man alles so machen kann. Heute zeige ich euch das speziell. Weil viele Leute, die fragen mich immer, wie kannst denn du von so und so einer Entfernung aus mich in den Kopf treffen? Ja, das hat auch viel mit der FPS zu tun. Das Auge ist eigentlich so an 30 FPS. Das reicht voll ganz aus. Das ist auch Standard. Das ist Standard, wenn man einen älteren Computer jetzt hat mit, sagen wir mal, 512 MB Grafikkarte, hat man so eine FPS von 30 bis 50. Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen mehr. Ich spiele mit einem 1 GB, mit einer 1 GB Grafikkarte und zeige euch, wenn man mit einer 1 GB Grafikkarte, aber auch mit einer 512 MB Grafikkarte spielt, wie man da trotzdem ein bisschen mehr FPS rausholen kann. Und zwar gehen wir hier auf die Optionen und dann gehen wir hier auf Video. Und bei Video haben wir die Auflösung. Das andere interessiert uns nicht, das Bildformat und das an die Anzeigemodus. Dann nehmt ihr am besten diese Auflösung, die ich auch habe oder die euch vorgegeben ist. Diese kleinen Auflösungen von 640 oder 720 oder 800 mal 600, das bringt nichts. Das ist am besten 1024 mal 768. Das ist bei mir schon so angegeben. Ich habe zwar leider nur einen kleinen Bildschirm, aber das reicht voll und ganz aus. Dann gehen wir hier unten auf Erweitert. Und bei Erweitert, da haben wir die Model-Details, die Text-Details, die Shader-Details, Wasser-Details, Schatten-Details, Farbkorrektur etc. etc. Das stellen wir alles auf niedrig. Umso höher, umso mehr muss der Computer arbeiten, umso mehr muss alles arbeiten, umso mehr, umso weniger FPS hat man. Ich habe das alles jetzt auf niedrig schon bei mir gestellt gehabt. Das macht ihr dann bei euch auch. Model, Schatten, Textdetails und Shader-Details. Diese Sachen alle auf niedrig gestellt. Dann auf OK und dann anwenden. Dann geht er raus und dann seid ihr auch schon quasi so fertig. Jetzt wollt ihr natürlich sehen, wie viel FPS habe ich denn? Da gibt es einen Befehl. Der Befehl net_graph. Das sehen wir dann schon hier. Das wird automatisch angezeigt. Falls es bei euch nicht angezeigt wird, müsst ihr es komplett ausschreiben. Mit ph net_graph und dann ein Leerzeichen. Und die 1 dahinter. Die 1 für an, die 0 für aus. 1. Dann habt ihr es schon an. Das, was ich euch jetzt zeige. Dann stellen wir uns mal einen eigenen Server. Nehmen wir direkt hier Italy und klicken auf Start. So. Dann sind wir auch schon hier. Und wie ihr seht, sehen wir hier unten eine Anzeige. Die Anzeige ist dauerhaft da. Es sei denn, wir tun sie in der Konsole wieder ausschalten mit net_graph 0. Hier seht ihr dann die FPS-Werte. FPS, wie ich euch schon sagte, Standard ohne welche Veränderung liegt bei 30 bis 50. Manchmal sogar weniger. Und ich habe hier eine FPS. Die schwankt immer, aber die ist immer über 100. Manchmal kommt auch auf die Map drauf an, wie viele Details jetzt und wie viele Sachen auf der Map sind. Umso mehr zugepackt die Map ist, umso weniger FPS hat man. Das ist jetzt auch die Anzeige, wo ihr dann euren Ping seht und wo ihr dann auch den Update und den die Update Rate und Download Rate seht hier, die
sind jetzt aber nicht wichtig. Wichtig ist jetzt hier, was ihr hier seht. Ihr habt dann natürlich, wenn ihr das alles so macht, eine viel, viel höhere FPS. FPS, Frames per Second, was das Auge halt sehen kann. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Wünsche euch noch viel Spaß, fleißig abonnieren. Bis zum nächsten Tutorial. Peace, euer Mucki TV.